Bestimmt hast du dieses kleine Experiment schon einmal selber gemacht. Wenn man ein Auge zuhält und auf ungefähr 20 bis 30 cm Distanz geht und nur die Zielscheibe anvisiert, wird irgendwann mal das Kamel verschwinden. Das kann beängstigend sein, aber die Erklärung ist eigentlich anatomisch begründbar. Es hat damit zu tun, dass unser Auge auf eine etwas seltsame Art aufgebaut ist. Ihr seht hier den Punkt 4. Das symbolisiert einen Punkt im Auge auf der Netzhaut, an dem keine Nervenzellen wachsen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber an dem es keine Nervenzellen gibt. Das hat damit zu tun, dass die menschlichen oder die Säugetieraugen so aufgebaut sind, dass die Nervenzellen eben nach innen schauen. Das gibt eigentlich, soweit ich weiß, keinen plausiblen Grund, warum das so gemacht wurde. Aber es ist auf jeden Fall so und das führt dazu, dass am Punkt 4 halt keine Nervenzellen existieren können und somit das Auge streng genommen auch keine Wahrnehmungen registriert. Bei zwei Augen fällt das natürlich nicht auf, weil das eine das andere ergänzen kann. Hält man aber ein Auge zu, dann wird dieser blinde Fleck sozusagen sichtbar. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir ständig bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen, nämlich dann, wenn sie in unserem blinden Fleck liegen. Es müsste eigentlich nicht so sein, wenn wir nämlich mit anderen Organismen vergleichen, beispielsweise der Oktopus, der besitzt auch ein Linsenauge, hat das aber selber in der Evolution entwickelt und das hat diesen Mangel, könnte man sagen, nicht. Ihr seht hier rechts auf der Grafik, da gibt es keinen blinden Fleck, die Nervenzellen gehen durch die ganze Retina hindurch und somit sehen die Oktopusse, Oktopussi sehen dann eigentlich keinen blinden Fleck, die sehen durchgehend. Wenn wir über das Ganze aber etwas genauer nachdenken, taucht vielleicht ein Mysterium auf. Weil wenn ja keine Nervenzellen dort sind, dann müssten wir eigentlich nichts sehen und nichts bedeutet physikalisch gesprochen schwarz. Also man müsste dort eigentlich einen schwarzen Fleck erkennen. Aber das ist natürlich nicht, was wirklich passiert. Wir sehen dort durchaus etwas. Heute möchte ich euch in diesem Lernvideo etwas zum naiven Realismus sagen. Am Schluss des Videos will ich dann auch noch erklären, warum ich dieses Emoticon gewählt habe. Viele Menschen gehen in ihrer Alltagssicht davon aus, dass die Welt wirklich so ist, wie wir sie wahrnehmen. Das ist ein Präkonzept, dem ich die Nummer 35 gegeben habe. Wenn man Schülerinnen und Schüler, aber auch erwachsene Menschen darum bittet, den Wahrnehmungsprozess zu zeichnen, dann sieht das in der Regel ungefähr so aus. Ich möchte euch ein paar Beispiele zeigen. Da gibt es einen Gegenstand, der befindet sich in der Welt draußen und der wird irgendwie über die Wahrnehmung, über die Sinne in unser Gehirn reingebracht. Man kann das mehr oder weniger biologisch oder anatomisch spezifizieren. Das hat irgendetwas mit Farben zu tun. Was an diesem Bild schön ist, ist auch die Sonne hat ihre Rolle, denn sie ist eigentlich die Quelle des Lichtes, dass wir dann unsere Sehnerven benötigen, um Informationen daraus zu generieren. Aber irgendwann gelangt das Ganze, diese Reize gelangt dann ins Gehirn. Über die Sinne gelangt die Außenwelt in unseren Kopf. Das ist die gängige Vorstellung. Einige Schüler denken natürlich auch noch daran, dass ja eine Umkehrung stattfindet. Das heißt, auf der Retina landet das Bild verkehrt und wird dann vom Gehirn umgedreht wieder. Egal wie detailliert man es biologisch aufschlüsselt, es bleibt hier ein erkenntnistheoretisches, philosophisches Problem verborgen. Nämlich die Frage, ob Wahrnehmung tatsächlich so funktioniert. Ich möchte euch eine Reihe interessanter optischer Täuschungen zeigen. Das ist ein erstes schönes Beispiel. Wenn man mit den Augen auf die Kreuzabbildung in der Mitte fixiert, wird sich mit der Zeit die violette, schraffierte Fläche, also all diese Punkte werden verschwinden. Das tun sie natürlich nicht wirklich, aber in unserer Wahrnehmung passiert das zumindest. Das ist auch ein schönes Beispiel. Hier werden räumliche Täuschungen erzielt, indem Gegenstände unnatürlich groß und unnatürlich klein gemacht werden. Hier nehmen wir das Ganze als ruckartige Bewegung wahr. Das wird aber nur erzeugt durch den Hintergrund. Eigentlich, das seht ihr jetzt, wenn man den Hintergrund wegmacht, sind diese gelben respektive blauen Blöcke gleitend am Bewegen.
In diesem Beispiel haben wir das Gefühl, die Autos seien unterschiedlich groß, obwohl sie eigentlich gleich groß sind. Die Täuschung geschieht dadurch, dass unser Gehirn das Gefühl hat, wenn Autos identisch groß sind, aber auf einer Straße nach hinten positioniert sind, es dann in Tat und Wahrheit so sein muss, dass das weitest weggelegene Auto natürlich größer ist. Optische Täuschungen zeigen uns ziemlich klar auf, dass die Welt definitiv nicht immer so ist, wie wir sie wahrnehmen. Ich habe mir ein besonders schönes Beispiel zum Schluss aufgehoben. Ihr seht hier ein Bild von Erdbeeren und das Spezielle daran ist, dass in Tat und Wahrheit hier kein einziges Pixel rot ist. Die Röte, die ihr ziemlich sicher auch seht, wird von unserem Gehirn erzeugt. Auf unsere Retina gelangt hier kein einziges Lichtsignal, das rot wäre, sondern es ist unser Gedächtnis oder unsere Erfahrungen, die wir haben mit Erdbeeren, die das Bild erst im Nachhinein rot machen. Ich möchte euch das beweisen. Ich habe hier ein graues Quadrat gefärbt. Das hat genau diesen Grauton, das auch die Erdbeeren in Tat und Wahrheit haben. Wenn ich jetzt diese graue Fläche nach unten ziehe und die Erdbeeren in Erscheinung treten, dann wird es sich allmählich rötlich färben. Nochmals zur Erinnerung. Das ist jetzt also wirklich nichts rot an diesem ganzen Bild. Alles, was ihr rot sehen solltet, oder wenn ihr das wirklich rot sehen solltet, dann wird das von eurem Gehirn konstruiert und nicht auf dem Bild so wahrgenommen. Die Konklusion liegt auf der Hand. Unser Gehirn korrigiert automatisch die Farben auf dem Foto nach den Erwartungen an die Welt. Und das tut unser Gehirn viel häufiger, als wir vielleicht auf den ersten Blick meinen könnten. Wir haben schon einmal über diese Darstellung gesprochen. Die Frage, wie kommt ein Gegenstand aus der Außenwelt letztlich in meinen Geist? Die naiv-realistische Vorstellung ist, dass es über die Wahrnehmungsorgane eins zu eins so übertragen wird, dass wir letztlich eigentlich ein Abbild der Realität in unserem Kopf hätten. Ich hoffe, die Beispiele in diesem Video konnten euch zeigen, dass das nicht sein kann und wir eigentlich den Pfeil umdrehen müssen. Die Welt ist mit Bestimmtheit nicht, wie wir sie wahrnehmen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ein altes Zitat von Sextus Empiricus vorlesen. Er schrieb vor sehr langer Zeit: Nun ist es möglich, dass auch wir, die wir nur fünf Sinne besitzen, von den Qualitäten nur diejenigen wahrnehmen, die wir wahrnehmen können. Dass aber noch andere Qualitäten vorhanden sind, welche sich anderen Sinnesorganen zeigen, die wir nicht besitzen, weshalb wir auch die ihnen entsprechenden Sinnesqualitäten nicht wahrnehmen. Denkt von jetzt an daran, dass wenn ihr hinausgeht in die Welt, was ihr jetzt nicht dürft, und dann beispielsweise Blumen anschaut, dass die Blume sich euch nicht wirklich so präsentiert, wie sie ist, sondern dass es eure Sinnesorgane und euer Gehirn ist, das eigentlich bestimmt, wie die Blume in eurem Kopf konstruiert wird. Es wäre nicht überraschend, wenn andere Organismen, beispielsweise Bienen, die gleiche Blume auf ganz andere Art und Weise wahrnehmen. Schon nur deshalb, weil sie über ganz andere Sinnesorgane verfügen. Folgende Lernziele haben wir in diesem Video hoffentlich abgehakt. Ich kann die Grundthese des naiven Realismus wiedergeben. Hier wäre auch gut, wenn du erklären kannst, warum man diese Art von Realismus naiv nennt. Zweitens, ich kann erklären, inwieweit optische Täuschungen ein Problem für den naiven Realismus sind. Drittens, ich kann die Rolle des Gehirns in der Wahrnehmung beschreiben und hierzu eine eigene Skizze erstellen. Und viertens, ich kann eine eigene Theorie der Erkenntnis entwickeln, gegen die man nicht vorwerfen kann, sie sei naiv. So, und warum habe ich dieses Emoticon gewählt? Die Emoticons werden vielfach mit unglaublich viel Liebe gemacht. Sie haben Details wie hier die Olive und Schatten und Licht und so weiter. Alles wunderbar. Allerdings können wir in diesem Emoticon einen erkenntnistheoretischen, nein, nicht nur erkenntnistheoretischen, eigentlich einen grundsätzlichen Fehler erkennen. Wenn du das selber zu Hause versuchen willst, ich bitte darum, steckt einen Stock oder ein Bleistift oder einen Löffel in ein Glas, das gefüllt ist mit Flüssigkeit, und du wirst erkennen, so sieht das niemals aus. In Tat und Wahrheit beobachten wir nämlich so etwas.